Einen wunderschönen Sonntag alle zusammen und danke, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem ich in den letzten Wochen mit ein paar kleinen, unschönen Rechnerproblemen zu kämpfen hatte, hoffe ich, dass die nun überwunden sind und ich mit meinem bisherigen Terminfahrplan fortfahren kann. Zu Deutsch, das Backup-System ist endlich aufgesetzt und es funktioniert. Sogar besser als der originale Rechner, der nun glücklicherweise auch wieder aus der Reparatur zurück ist und der noch auf seine vollständige Wiederherstellung wartet. Aber eins nach dem anderen. Zuerst die Arbeit, dann YouTube und dann schauen wir mal. Heute möchte ich euch wieder einen neuen Channel vorstellen, Dead Kennedy in Space. Ein Channel ohne viel Tamtam, sehr sachlich und eher faktenorientiert. Trotzdem kann er hier und da auch mal austeilen. Hier beschäftigt er sich mit den Dingen, die ihm am Verhalten von Flacherdlern so aufgefallen sind und er hat dazu eine kleine, unvollständige Liste von 7 unangenehmen Eigenschaften aufgestellt, die er hier beleuchtet. Viel Spaß! Flacherdler und Verschwörungstheoretiker allgemein haben gewisse Tendenzen an sich, die mich unheimlich frustrieren. Ich weiß nicht, ob dieses Verhalten an psychologischen Defiziten liegt oder an fehlendem Intellekt. Aber woran auch immer, hier ist eine kleine Liste von 7 Blödheiten, die Flacherdler so machen. In keiner bestimmten Rangfolge. Nummer 1. Die Annahme, dass die NASA etwas tun muss, nur weil ihr es wollt. In einer ziemlich unangenehmen Debatte ist mir das selber einmal von einem Typen namens Fuck Maximus Fake Nemius entgegengebracht. Man kann noch einen Selfie-Stick mit einer Kamera dran an dem Ding befestigen und dann Bilder machen und das Signal an jedermann senden. Die wiegt rund ein Pfund. Ach was, noch weniger ist das. Warum denn? Um dich zu befriedigen? Nein, um es zu beweisen. Dein Argument ist, naja, es ist kompliziert. Sag mir etwas Besseres, es ist kompliziert. Es gibt keine bessere Begründung als, es ist kompliziert. Und deine zweite Begründung ist, warum sollten sie? Etwa zu deiner Unterhaltung? Sie stellen Fragen wie, warum kann uns die NASA nicht dieses zeigen? Oder warum gibt es keinen Live-Videostream von jenem? Sehr beliebt ist, warum gibt es keinen 24-Stunden-Livestream der NASA von der Gesamtansicht der Erde? Zunächst mal, so etwas gab es bereits. Der Stream hieß Dish Earth und wurde von einer privaten Firma bereitgestellt, nicht NASA. Er wurde aber 2009 abgeschaltet. Und zweitens, die Antwort auf warum ist ebenfalls, warum? Warum ist die NASA verpflichtet, eure speziellen Forderungen zu erfüllen? Der Tag, an dem ich dieses Skript schreibe, ist der 26. November. Heute hat NASA eine weitere Raumsonde auf dem Mars gelandet. InSight. Die InSight-Mission soll Informationen über den inneren Aufbau des roten Planeten liefern. Mittels Seismometer, Bohrungen und anderem. Und wie selbstverständlich wurde nach der Landung von etlichen Popanzen auf der Facebook-Seite der NASA gefragt, warum gibt es kein Live-Video-Feed? Warum nur Fotos? Und die, die nicht zugeschaut hatten, warum keine Fotos? Na, dann denkt doch mal über die Logistik nach. InSights Mission besteht darin, Informationen über den inneren Aufbau des Mars zu sammeln. Wozu braucht man da eine Videokamera? Da könnte man auch fragen, warum es keine Popcorn-Maschine auf der ISS gibt. Außerdem bedeutet eine Videokamera auch immer zusätzliches Gewicht, genau wie die Festplatte, auf der die Daten gespeichert werden müssten. Denn man kann das Video nicht jederzeit zur Erde senden. Und alles das kostet Geld. Und wie ich bereits zu Mac Maximus sagte, was ich im Grunde sagte ist, warum sollte irgendeine Firma, NASA oder sonst wer, extra Geld ausgeben, nur um dich zufriedenzustellen? Nummer 2. Videos zu kurzen Schnipseln schneiden und aus dem Kontext reißen. Ich habe das Gefühl, dass das hauptsächlich ihren Confirmation Bias zuzuschreiben ist. Das bedeutet, dass sie Informationen suchen, die ihre eigenen Erwartungen erfüllen. Und sie sehen dadurch nur diese erwartungsgemäßen Informationen. Und am Ende kommt ein kurzes, manipuliertes, kontextfreies Video heraus, das nicht die volle Wahrheit darstellt. Hier mal ein paar Beispiele. Während der Spacewalks außerhalb der ISS kann man so oft Luftballasten aufsteigen sehen. Können Sie erklären, warum es im Weltraum Luftblasen gibt? Was meinen Sie mit Luftblasen genau? Naja, in den Videos, die gezeigt werden, sieht man oftmals Blasen von den Helmen oder irgendwie von unten aufsteigen. Wie sind diese Blasen im Weltraum zu erklären? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Sie... Oh, und dann trainieren Schauspieler immer wieder in Tauchbecken. In diesem Clip wird die Antwort von Astronaut Scott Kelly abgeschnitten, um es offensichtlich so aussehen zu lassen, als ob er nicht wüsste, worum es geht. Wenn wir jedoch den ganzen Clip anschauen, dann können wir sehen, wie er diese ganzen angeblichen Blasen ganz zwanglos erklärt. Bin mir nicht ganz sicher, was Sie meinen. Nun, manchmal kommt Wasser in den Helm.
und es kommt entweder, wissen Sie, vom Schweiß oder von den Kühlleitungen. Wissen Sie, ich hatte bei einigen Weltraumspaziergängen selber Wasser im Helm. Nicht so viel, dass ich ertrunken wäre, vielmehr kleine Tröpfchen Wasser, wahrscheinlich Schweiß. Oftmals setzt man auch beim Arbeiten an der Raumstation kleine Teile frei. Wissen Sie, es ist eine wirklich raue Umgebung da draußen. Und manchmal, wissen Sie, fliegen dann kleine Partikel, Farbflecken oder ähnliches, die man freigesetzt hat, weg. Und das schwebt dann vom Anzug weg. Und wissen Sie, das ist das im Allgemeinen. Das hier ist ein Klassiker aus dem Film A Funny Thing Happened on the Way to the Moon von Bart Sibrell. Er belästigte Buzz Aldrin, bis er eins auf die Fresse bekam. Sie sind ein Feigling und ein Lügner und... Er ist auch verhaftet worden, weil er wegen einer Parkplatzstreitigkeit auf einem fremden Auto herumgetrampelt ist. Sibrells Anschuldigungen sind massiv. Aufnahmen der Erde aus dem Apollo-Modulen sind angeblich Erdaufnahmen aus einem niedrigen Orbit, wo die Fenster abgedeckt wurden, um es wie durch ein Guckloch aussehen zu lassen. Er lässt dann aber einfach den Teil weg, wo die Kamera rauszoomt, sodass das Fenster zu sehen ist und sichtbar wird, dass da nicht mit irgendwelchen Tricks gearbeitet wurde. Und das ist nur ein Grund, warum seine Anschuldigungen falsch sind. Nummer 3. Die Quelle ihrer eigenen Beweise wird nicht überprüft. Für mich ist das echt schockierend. Mehr als einmal zeigte mir ein Flacherdler Ausschnitte aus Sibrells Film. Wenn ich dann aber seinen Namen erwähnte, kam als Antwort: Wer? Ja, richtig, Sie wissen nicht einmal, wer die Clips, an denen Sie so religiös glauben, gemacht hat. Noch wissen Sie etwas von dem Zusammenstoß mit Buzz Aldrin und... Gott, ich liebe diesen Clip. Oder seinen späteren Ausraster und der Verhaftung. Sie haben keine Ahnung, dass Ihr Beweis von einem kindischen Idioten und nachweislichen Lügner stammt. Weitere gern benutzte Argumente sind eine Reihe Links von der CIA-Website, die nach Ansicht der Gläubigen bestätigen, dass die Erde flach ist. Man muss es zweimal hören, damit man es einmal kapiert. Sie wissen, dass die US-Regierung über die Gestalt der Erde lügt, weil die US-Regierung es ihnen erzählt hat. Was Sie gerade gesagt haben, ist das Idiotischste und Wahnsinnigste, das ich je gehört habe. Jeder hier im Raum ist jetzt dümmer, weil er Ihnen zugehört hat. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Nicht nur fällt das Argument hier flach, sondern hier wird auch der Kontext dieser Links außer Acht gelassen. Dieser erste hier zum Beispiel von 1948 zeigt ein russisches Statement, dass die Gestalt der Erde nicht bekannt wäre. Wenn man aber einfach nur etwas recherchiert, dann weiß man, dass die ersten Fotos von der Erde im Jahr 1948 gemacht wurden. Und sie erfasst nicht die gesamte Erde, also ist dieses Statement zu dieser Zeit durchaus nachvollziehbar. Nummer 4. Glatte Lügen zu verbreiten. Das lässt mich an der Glaubwürdigkeit der gesamten Verschwörungstheorie zweifeln. Ehrlich, wenn man schon lügen muss, um seine Theorie zu beweisen, ist dann überhaupt noch etwas an der gesamten Theorie dran? Außerdem fangt ihr an auszusehen, als würdet ihr aus anderweitigen Gründen diesen Glauben propagieren. Weil ihr die Wahrheit zwar kennt, sie aber absichtlich weglasst. Kommen wir noch einmal auf Sibrell zurück. Und sogar auf den gleichen Clip. Sibrell behauptet, dass der erste Teil der gefälschten Aufnahmen etwa 20 Sekunden live im Fernsehen gesendet wurde. In Wirklichkeit wurden aber etwa 30 Minuten gesendet. Ich kann ehrlich nicht glauben, dass Sibrell es fälschlicherweise geglaubt haben soll, das wären nur 20 Sekunden gewesen, sondern eher, dass er es sehr wohl wusste und absichtlich gelogen hat. 1969 fliegt die NASA zum ersten Mal zum Mond, wo Präsident Nixon sich mit ihnen ohne Probleme per Telefon unterhalten hat. Hallo Neil und Buzz. Ich spreche hier über das Telefon mit euch aus dem Oval Office des White House. Das hier ist mit Sicherheit das historischste Telefonat, das je aus dem White House geführt wurde. Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz wir alle auf das sind, was ihr getan habt. Für jeden Amerikaner ist das wohl der stolzeste Tag in unserem Leben. Es gibt da nur ein Problem. Nixon wäre gar nicht in der Lage gewesen, mit ihnen zu sprechen, weil der Mond ja angeblich 398.000 Kilometer weit weg ist. Hier on Odd Realities Video macht er ein Statement, das einfach nur falsch ist und das nur durch nichts belegt wird. Ich könnte das vielleicht mit Blödheit erklären, es bleibt aber eine Lüge. Ja, wir können mit jemand auf dem Mond kommunizieren. Wir können mit der ISS kommunizieren. Wir können mit den Mars-Rovern kommunizieren. Das braucht aber Zeit, wisst ihr? Der Mars ist schließlich minimal 56 Millionen Kilometer entfernt.
Wir können sogar mit den Voyager-Sonden kommunizieren. Und die sind 18 Milliarden Kilometer weit weg. Entfernung schränkt unsere Fähigkeit zu kommunizieren nicht ein. Sie macht es nur etwas schwieriger. Insgesamt wird die Antarktis wie ein gigantisches Naturreservat behandelt, wie eine Militärbasis. Alle Aktivitäten und Bewegungen in der Antarktis müssen genehmigt sein. Völlig anders als sonst auf der Welt. Außer vielleicht in Nordkorea. Okay, noch so einer. Wieder eine glatte Lüge. Und ein gutes Beispiel hatten wir gerade in den Nachrichten. Vor der Küste von Indien liegt die Insel North Sentinel Island. Dort lebt das indigene Volk der Sentinelesen. Die Sentinelesen sind sehr territorial und versuchen jeden zu töten, der sich ihren Stränden nähert. Sie schießen sogar mit Pfeilen auf Helikopter. Die indische Regierung untersagt jeden Verkehr zu der Insel, nicht nur aus Sicherheitsgründen. Vielmehr sollen die Sentinelesen vor der Ansteckung mit Krankheiten geschützt werden, gegen die sie keine Widerstandskräfte haben. Die Regierung erlaubt nur gelegentlichen, streng eingeschränkten Verkehr zu der Insel, sonst nichts. Das ist nur ein Beispiel, das in dem Video gelogen ist. Nummer 5. Die Umkehr der Beweislast. Das hier kotzt mich absolut an. Die Konversation läuft so. Die NASA fälscht alles. Kannst du das beweisen? Beweis doch, dass sie das nicht tun. Nein, Freund, so läuft das nicht. Ich muss hier nichts beweisen, denn ich habe nicht damit angefangen, sondern du. Das ist, als würde ich zu dir sagen, du hast meinen Bruder umgebracht, beweise, dass du es nicht warst. Du würdest dann wohl sagen, leck mich, beweise, dass ich es war. Ich meine, ich brauche mich nicht weiter zu verteidigen und das ist genau der Punkt. Die Beweislast liegt beim Ankläger und fertig. Nummer 6. Vorschnelle Schlüsse ziehen. Das ist praktisch die Grundlage der Flacherdtheorie. Im Prinzip sind das 1 Million kleine Sachen, die zumindest für euch unverständlich sind und jedes Mal landet ihr bei einer Verschwörungstheorie. Es kann nie im Leben etwas anderes sein. Ein schönes Beispiel ist Jaronism, der während einer Debatte mit Red's Rhetoric verkündet hat, dass dessen Standpunkt unwiderlegbar wäre. Aber ich versuche hier zu sagen, dass deine gesamte Ansicht von Weltraum und was dort abläuft unwiderlegbar ist, weil egal was passiert, du hast immer eine Ausrede. Ist es Jizzen jemals eingefallen, dass der Grund dafür, dass Red's immer eine Antwort hat, sein könnte, dass es immer eine Antwort gibt? Macht das nicht viel mehr Sinn als eine Verschwörung? Hier ist ein Clip von einem Flacherdler, den ich zu einer Debatte bewegen wollte. Er hat zwar nicht angenommen, aber er hat diese Perle hier veröffentlicht. Hier behauptet er, dass der Astronaut mit einem Objekt hantiert, das wegen einer Fehlfunktion der Special Effects Technik nicht sichtbar sei. Als Gegenargument sagte ich, dass es so aussieht, als würde er sich seine Uhr zurechtdrücken. Des Flacherdlers Antwort war, ich sei blind und dumm, weil er offensichtlich ein unsichtbares Objekt bewegen würde. Warum? Warum ist eure Interpretation zwingend richtig? Warum sind keine anderen Erklärungen möglich? Welche dieser Schlüsse benötigen weniger Annahmen? Ein Mann auf der Raumstation, der seine Uhr zurechtdrückt? Oder ein Mann in einem Studio, der ein unsichtbares Objekt bewegt, weil die Station fake ist, weil die Regierung über die Gestalt der Erde lügt, weil Freimaurer die Weltherrschaft übernehmen wollen? Fast wie in Six Degrees of Separation. Nummer 7. Herstellung einer falschen Dichotomie. Ich korrigiere mich, dieses hier kotzt mich noch mehr an. Das ist etwas, das ich jedem Flacherdler vorwerfen muss, zumindest jedem, den ich getroffen habe. In ihrer Welt gibt es nur zwei Sorten Menschen, Flacherdler und gehirngewaschene, leichtgläubige Schafe. Das ist, um ehrlich zu sein, unglaublich beleidigend, engstirnig und naiv. Anzunehmen, dass 7,2 Milliarden Menschen in lediglich zwei Kategorien zusammengefasst werden könnten, ist absurd, mal abgesehen von männlich und weiblich. Menschen sind so vielfältig in ihrer Lebenserfahrung und ihrem Bildungsniveau, dass es einfach nur falsch und dumm ist anzunehmen, es gebe nur euch und Schafe. Vielleicht wollt ihr euch als etwas Besseres fühlen, sodass ihr euch einredet, ihr stündet über den Schafen. Trotzdem gibt es mehr als das. Ich kann zumindest einen dritten Menschentyp beschreiben und das bin ich selbst. Ein skeptischer, autodidaktischer Enthusiast der Wissenschaft und stolzer Globusaffe. Warum? Weil ich meine Nachforschungen mache. Ich habe mal die Mondlandung angezweifelt. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich reingelesen. Ich habe mir jede einzelne Behauptung der Mondlandungsverschwörung vorgenommen. Und wisst ihr, ich fand keine verkehrt laufenden Schatten. Die Van Allen-Gürtel sind mit der entsprechenden Vorsicht behandelt worden, sodass kaum Schaden entstand. Sibrels Film ist ein Haufen Lügen und Verdrehungen. Die Landestellen sind sowohl von den Russen als auch von den Chinesen bestätigt worden. Wisst ihr was? Wir waren auf dem Mond. Wie bin ich drauf gekommen? Weil ich Gehirn gewaschen bin? Nein, wohl kaum. Kommt raus aus euren Echokammern, Flacherdler. Es gibt hier viel mehr zu sehen, als ihr euch vorstellen könnt. Danke an euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video und um mehr zu sehen, lasst ein Abo da. Ich bin Dead Kennedy in Space. Danke und Ende. Over the
next hill beyond the horizon. Find your place in space. Space is vast and unexplored. There's a lot of work to do.